Fischereien. Das ist eigentlich ein Layout für alles. Die sind ja meines Wissens nach alle gleich groß. Also Salpeter, Quarz, Fischereien. Nicht doch, verschwenden Sie nicht anderer Leuts Zeit. Da haben wir, glaube ich, ein Item drin. Die Da Menschen haben wir, lassen glaube sie ich, ein Item hochleben. drin. Nee, da haben wir extra ein Kraftwerk hier gebaut. Wir haben es eh gebraucht hier für die Souvenirs. Machen wir folgendes, wir gucken jetzt, wie viel Salpeter machen wir denn? 29, so. Jetzt reißen wir euch ab. Reißen euch da hinten ab. Reißen die ab. Dann gehen wir auf schwere Geschütze. Sondern da Salpeter rein. Vielleicht muss es noch eins nach oben rutschen von uns aus gesehen jetzt. Moment mal. So, dass da noch der reingeht, genau. Weil da oben haben wir ja so einen Platz. M. So. Genau, der Block geht schon mal rein. Der auch. So. Sehen uns halt Items. 29 waren es, gell? Die mal Straße, wie weit der Strom reicht. Stimmt, vielleicht reicht der Strom aus. Das könnte auch sein. Vielleicht reicht der aus. Habe ich da sogar das hier getroffen? Jo. Das war aber nicht gewollt. Das war Augenmaß eben. Ich sehe keine Kacheln. So, der kommt weg. Das kommt weg. So, was nimmst du mit? Du nimmst alles mit, außer die zwei Bekannten. Und du nimmst alles mit, außer die zwei Außen. Wenn wir euch tauschen würden. Ich glaube, das ging dann nicht wegen dem Radius in dem doch geht. Was für ein geht. Opus Magnum. Einem Abstand zur Handelskammer. So. Mm-mm. Nee. Aber was hatte man voran? 29 waren es. Sind alle ausgebaut und keine Items, wohlgemerkt. 25. Wenn wir da jetzt noch die Items einsetzen, haben wir mehr wie vorher. Sind alle drin. Und es passt. Angela bringt mehr wie Hebewünsch. In dem Fall jetzt ja. In dem Fall ja, weil wir keinen Strom haben. Dann können wir uns... Wieder eine Keimauer. Schiff vom Stapel gelaufen. Ach halt, die müssen noch eins... Die müssen noch eins rausrutschen. Schiff vom Stapel. Ihr müsst gelaufen. Alle noch eins rüber. Machen sie aber.
dann wird das der Anhaltspunkt. Das wäre der Anhaltspunkt. Der Resch kann zugebaut werden, da dürfte jetzt keine Kiste entstehen. Ja, doch, hier am Rand. Die Straße 1 weiter rüber muss jeweils. Da haben wir da noch Spielraum für noch ein Kontor. Jo, haben wir doch. Wenn die aber auch noch alle hübsch gedreht. Achso, nee, ist ja spiegelsymmetrisch. Dann zeigen die nach innen. So. Dann reißen wir euch ab. Du kannst weg. Die zwei Handelskammern können weg. Dann holen wir uns zweimal Angela. Jo, genau, Angela bringt da mehr. Weil wir eben jetzt Strom brauchen über ein Item. Dann brauchen wir einmal Zangenset und zweimal Angela. So, und der McLeod kann zurück, der war vorhin nämlich zu viel. ...29 waren's. Weil wir könnten auch hier kappen. Moment, da passt was nicht. Ne, halt, das war Hafen. Hafenmeisterei. Eventuell die Außenkappen, wenn es reicht von der Produktion. Wovon ich jetzt mal stark ausgehe. Also definitiv kommt mit Lloyd rein. Zweite Position wird dann Angela und dritte wird Ferras. Und der Bohrer muss leider weg, weil wir keinen vierten Slot haben. Angela rein und... Erhebehühne macht 35, Ferras macht 50. Der Bohrer macht nur 40, dann hätte ich das Set abgenommen. McLeod, Angela und Ferras. Jo. Aus 29 haben wir jetzt 52 gemacht. Wir brauchen kein Kraftwerk, wir brauchen keine Gleise und nix. Gar nicht wissen, wie das eskaliert bei den Fischen. Oder wie das eskaliert, wenn man hier einen vierten Slot hätte. Dann sparen wir uns das hier draußen. Dann kommt hier weg. Mal bündig. Wobei, nee. So, und was hier abschließen auf der Höhe. Achso. Dann kriegen wir da unten natürlich die Kisten. Wir schauen wie auf die Insel so. Dann sollten uns die Kisten anschauen.
Das müsste mal die 3 sein. Ne, 4 sind es, okay, gut. Aber noch Platz für Women später. Ja gut, das wird da oben der Sealwall klären. Ich glaube, da war heute einer mehr dabei bei der Mofa-Gang. Nachwuchs bekommen. Ich weiß, warum ich Privatvorsorge. Stempeln als Salpeter, wenn steht. Ja, das stempel ich auch gleich mit. Das könnte man. Ich würde stempeln, wenn es ausgebaut ist. Hier die. Wobei, können wir ja dann manuell machen. Wobei, dann regen wir uns wieder auf. Egal. So, Stempel ist drin. Toll, der Peter. Und es ist, sagen wir mal, im Bereich dessen, dass ich sage, es ist auch, so könnte es in echt aus sein. Eine Keimauer links und rechts wird rausgefahren. In der Mitte ist quasi die Logistik. Alle sind zufrieden. Quarz- und Glasschiffe wollte man uns drum kümmern, gell? Aber erstmal die Quarzgeschichte. Berlin-Quarz führt weg. Wer bist du? Ach, Philemine, okay. Kurbel, Kurbel, Kurbel. So. Zum Horizont. Berlin Quarz. Auf jeder Route 2 haben. Manchester haben wir schon 2. Neapel. Paris braucht man nicht mehr. Paris wird zu Neapel. Du fliegst von der Route runter. Wirst zu Neapel Quarz. So, die Paris-Route löschen wir. Dann gehen wir rüber, da müsste das Berliner Schiff jetzt ankommen. Da kommt es doch schon. Item Schiffer. Ah, da haben wir da. Ekliger Besuch. Ja. Duffy und wer ist? Admiral Haynes, genau. Die gehen jetzt hier baden. Boah, das macht jetzt auch keinen Spaß, aus 100 Great Eastern die eine rauszusuchen. Da ist sie. Ein Feuer ist ausgebrochen. Keine Feuerwehren gebaut. Tatsache. Da unten würde aber eine reinpassen. Ist aber lang überlegt, bis sie explodieren ohne Feuerwehr. Das Abfangen, wenn keine passt. Ja, zum Glück passt ja eine. Stimmt, die habe ich auch zwischen den Folgen gebaut. Alles, was ich zwischen den Folgen immer mache, vergesse ich die. Ja, weil du mich nicht dran erinnerst, Sora. Bau die Feuerwehr. Ups, ja. Auf der Quarzroute sitzt jetzt überall zwei. Jetzt gehen wir an die Glasrouten. Solange das Bankhaus nicht brennt. ja. Wobei, das bleibt eigentlich hier stabil.
Eigentlich ist stabil. Ja, das sieht man echt noch einmal. Ich würde es mal kurz hier raustappen. Sorry, YouTube. Aber wir haben ja da dieses Problemchen im Moment mit der GPU gehabt. Ja, der ist ja richtig fad. Ja, die war einfach falsch eingestellt. Die hat wahrscheinlich hier in 4K rausgeballert und dann haben wir nur gesagt, ja, Monitor, nimm nur die 60 Hertz, die du kriegst, schon gut ist. Die langweilt sich richtig, ja, das ist richtig. Dann dürft auch Sons of the Forest stabiler laufen. Also sie war ihr Geld wert. Die ist klein und schnucklig, zwei Slots breit. Ich mag diese dicken Dinge nicht. Ja, ich mag keine dicken Grafikkarten. Wie viel Uhr haben wir? Okay, ist halb neun. Das ist immer die Uhrzeit, wo es losgeht. Mir wird auch gar nicht reinpassen, wie zwei Slots oder glaube 2,3 oder 2,4 geben, sondern als Limit. Deswegen passt das. Test das mal mit Hogwarts auf maximaler Einstellung. Das könnte man nicht machen. Das könnte man nicht machen. Das ist ja mit das. Oh, das habe ich noch gar nicht gespielt, seit ich die neue Karte habe. Auch nicht offstream. Hogwarts Legacy. Und mal folgendes: Ich mache mal einen Schnitt für YouTube. Sag mal danke fürs Zuschauen. Wir haben jetzt, glaube ich, Quarz erledigt und Salpeter. Nee, haben wir nicht. Wir haben eins vergessen bei der Quarz-Geschichte. Und zwar. Eiernquarz sollte man vielleicht abholen. Wäre von Vorteil, gell? Bayernquarz. Haben wir gar nicht abgeholt. Wir produzieren es zwar und lassen es dann da liegen. Nee, Racing-Spiele habe ich gar keine. Helle Köpfe magisch an. Ich hätte F1, boah, 21 oder so. Ah, das müsste ich wieder installieren. 80, 90 GB, die drehen ja da völlig am Rad. Was wir auch noch gucken müssen, Bayern, Bayern. Nehmen wir denn die Perlen mit? Jo, die Perlen nehmen wir mit. Wie viele Perlen machen wir denn jetzt? Reicht das jetzt endlich mit den Perlen? Es ist halt ungelogen nur Abfall. Es ist nur Abfall. Ich habe keine einzige Perlenzucht oder wie sie heißen. Es ist halt Abfall, aber es reicht nicht. Ein K muss drin sein bei Perlen. Ja. Dann können wir jetzt auch das da hinten mal abreißen, weil ich jetzt hier nicht stehen lassen. Das passt da nicht hin zu Papis. Gut, die Kraftwerke lassen wir mal stehen aus Gründen. Wobei, nö, brauchen wir doch auch noch. Die Schienen lassen wir stehen und fertig, so. Das kann auch weg. Das war nämlich Kultur für Quarz. Können wir es lassen. Ah. Den Straßenanschluss sollte man uns beibehalten. Hat es da jetzt die Sockel raus? Nö, die hatten die welche. Nie was, ihr habt keine Sockel. Ach, jo. Hier, Max hat Ministerium für Wohlfahrt. Genau, weil es eine Einwohnerinsel wird. Hier gibt es keinen vierten Sockel. Nee, das ist echt nicht unrealistisch mehr. Das ist nicht unrealistisch. 1K Perlen als Abfall.
Wenn wir hier und da noch den Hafen ausbauen. Beziehungsweise wir müssen ja jetzt auch bedenken bei der... Das haben wir nämlich noch gar nicht auf dem Schirm mit dem Quarz. Die ganze Geschichte am Kap zu pausieren. Da, wo wir überall diesen Panik, wir brauchen Quarz-Veranstaltung gemacht haben. Beziehungsweise, nee, das war Salpeter in dem Fall. Ich stopp mal alles, was in der am Kap steht. Was mit Küchenproduktion zu tun hat. Salem war mal, glaube ich, nicht. Nee, die haben wir Klassen. Detroit war mal auch nicht, weil wir gesagt haben, da kümmern wir uns um die Autos. Waren das echt nur die zwei? Baltimore und Philly. Schauen wir nochmal rein. Salpeter. Da müssen wir nämlich jetzt nachlegen. Wird der Quarz auch weggeschmissen, damit die Perlen laufen? Ich meine ja, Moment. Achso, ich mache übrigens keinen Schnitt für YouTube. Ups, verarscht. Bayern, London, nö, das muss weggeschmissen werden. Hatte ich auch eine neue Route. Wir müssen die alten angucken. Quarz. Die alten Quarzrouten. Berlin schmeißen wir weg. Manchester behalten wir, weil das ist eine Versorgung. Neapel müssen wir noch ins... Ne, Neapel müssen wir auch nicht entsorgen, weil da wird produziert. Die Menschen lassen. Dann müssen wir uns um Salpeter aber kümmern. Brauchen wir noch eine Salpeterinsel? In der alten Welt allerdings. Paris wird es definitiv nicht werden. Ich mal die Bayern-Schiffe schnell ein, dann haben wir das hinter uns. Das war jetzt Bayern. Wart. Wien wäre eine Option für Salpeter. Die haben unten so eine schöne Bucht. Was frei, weil das braucht ja auch die Fruchtbarkeit dafür. Jo, die können wir ja da unten einstellen im Zweifel. Im Zweifel kann man das hier unten einstellen. Stapel gelaufen. Wo haben wir in Bayern eigentlich die... Ja, schon schwer, das Lager nicht voll. Da habe ich jetzt gar nicht geguckt. So, Tanker Onkel Katte, wie schon 600 Mal davor. Neue Befehle? Aber die Flaggen kann man doch auch bauen, oder? Weiße Flagge, schwarze Flagge, Steuerung T. Flagge, wird es ja nicht so viele geben. Item Herkunft, Forschungsinstitut, Forschungsinstitut, alles klar. Wir hatten mal Flaggen. Den können wir nicht bauen. Das war eine Questbelohnung von der Königin, meine ich. Dieser Flaschenzug oder wie er heißt. Wieder vergessen. Bayernquarz. 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 Dann laufen die auch. Items sind drin, lackiert sind sie auch. Zwar hatte ich jetzt, das war das erste, was mein Sinn kam, das da unten. Hol mal einen Salpeterstempel raus. Drehen das ein bisschen. Ah, da ist der Ölhafen im Weg. Ah, aber der Ölhafen kann jetzt da oben hin.
Das wird wahrscheinlich eh nochmal abgerissen und neu gebaut. Und das war auch so eine Panikaktion. Könnte man hier unten Salpeter hinbauen und die Fruchtbarkeit wäre sogar gegeben. Passt hier gut in die Bucht rein. Wie gesagt, die 3, 4, 5 plus Handelskammern und Co. lassen sich nicht bauen, weil der Öl auf dem Weg ist. Aber an sich werden die hier gut versteckt. Die werden sogar so gut versteckt, dass man die Straße weiterführen könnte. Um hier draußen noch Wummen zu bauen, weil... Da sind die Piraten irgendwo. Da. Da ist ja N. Ja, dann gehen wir das mal langfristig wohl in Wien an. Heißt kurzfristig, aber wir müssten das wieder alles anschalten. So, wir können aber noch eine zweite Insel mal auskundschaften. Mit Amsterdam. Gut, dann ganz ehrlich, wenn wir hier in Neapel nochmal so einen Block hinsetzen mit Quarz, dann sparen wir uns die ganze Chance hier vorne, können da einen sauberen Hafen bauen, was dazu führt, dass wir hier das Lager uns sparen können, dann geht doch hier wahrscheinlich was rein. Die müssen dann... Könnten da passen. Ne, passen sie nicht. Beziehungsweise, wenn wir hier das Glas uns sparen. Moment, wir schalten mal Neapel ab, Glas, quarztechnisch. Reicht ganz knapp nicht. Dann bauen wir hier Salpeter und da oben Glas. Wir werden irgendwo Platz finden. Aber ich will es definitiv nicht am Kap haben und nicht so an der Küste so gewählt. Sprich, wir werden auch... ich muss es wieder drehen. Wo schon so oben unten? Ach, das habe ich heute ganz vergessen. Mensch, wir hatten doch das letzte Mal aufgehört mit der Kathedrale. Die ist doch bestimmt schon fertig. Ich habe nämlich eine zwischen den Folgen noch gesetzt in London. Da ist sie doch. Ne, Bauphase 4, genau. Da brauchen wir jetzt Ziegelsteine, Glühbirnen und Filz sowie 2000 Ingenieure. Das haben wir gerade noch da. Und hier in London habe ich mir erlaubt, den Platz hier rauszuhauen. Und da wäre sie fertig, da können wir sie uns angucken. Genau, das habe ich zwischen den Folgen, habe ich hier immer gebaut, damit das fertig wäre. Und drüben kann ich es dann anschmeißen im Stream, damit man sieht, was es denn braucht. Hier ist jetzt fertig. Hübsches Ding. Braucht jetzt aber wohl einen Straßenanschluss, damit hier die Investoren zufrieden sind. Heißt, wir bauen das sehr versteckt am Rand, um in der Mitte die... Wo ist ein Start, Promenade, Flachstadt zu bauen, weil das passt. Oder ist die... Ewiges, ne? Friedhofspflaster? Nein. Heiliges Kopfsteinpflaster? Nein. Ich weiß, dass es das gibt, Vanilla.
Frage ist nur wo, aber es muss bei Stadt sein. Wo gibt es diesen Untergrund? Ach so, was wir auch machen könnten. Da bin ich jetzt nämlich nicht drauf geachtet. Ich reiße es mal bitte ab. Also nur die vier Wege. Auf die Bilanz. Wenn man mal Geldnöte hat. Definitiv eine Option. Ich glaube, wir lassen die normale Stadt fließen. Wo waren die jetzt bitte? Ne, wir lassen das normale Pflasterstein. So. Dann sind die jetzt hier mit Altstadt perfekt versorgt. Ich will gar nicht wissen, was das für einen Schlag macht, wenn das in New York steht, das Ding. Weil es sind ja... Gut, hier sind es nur 81 Münzen, aber drüben sind es mehr. Drüben sind es 218. Und die Zufriedenheit wird auch nochmal besser, weil die sind eh schon... Plus 27. Die hat auch einen Straßenanschluss bereits. Das mache ich mal zu. Ne, wir bauen es anders da. Bauen die Bäume außen. Ah stimmt, da hat man noch einen Briefkasten gesetzt. So, da hinten den einen Weg habe ich gebaut, damit es hier im Lagerhaus geht. Weil könnte man ja auch schon wegmachen. Kommt zwar wahrscheinlich jetzt die Meldung, kriegst dann schnell genug rübergeliefert. Aber es wäre fertig gebaut, wir müssen später nur auf den Knopf noch drücken. Dauert jetzt eine halbe Stunde, läuft das. Genau. Haben wir jetzt kurz vor 9. Ich würde sagen, jetzt gibt es aber einen Schnitt für YouTube. Ich sag mal, danke fürs Zuschauen und morgen 20 Uhr, wie gewohnt, gibt es wahrscheinlich eine neue Folge. Wir müssen jetzt irgendwo im Februar sein, glaube ich. Demnächst dann Fasching Karneval, je nach Region. Ich sag mal, bis dahin.